Vielleicht können wir, liebe Schwestern und Brüder, zwei kleine Beobachtungen mitnehmen aus dieser Begebenheit des Evangeliums hier. Jesus nutzt das Unverständnis, ja, das Fehlverhalten der Jünger immer dazu, sie tiefer in das Verstehen hineinzuführen. Ob wir das auch lernen können? Durch unser Fehlverhalten oder, um es klar zu sagen, durch unsere Sünde? Dass es ein Anlass sein kann, tiefer in das Verstehen des Evangeliums, tiefer in das Verstehen Jesu Christi hineingeführt zu werden. Jesus tut das. Die Jünger, wie so oft, verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Die Kinder wegzuschicken, da hat man von Jesus nicht viel verstanden. Eigentlich gar nichts. Aber Jesus lässt es nicht bei seinem Unwillig sein, sondern er weist die Jünger tiefer darauf hin. Er erklärt es ihnen bis hinein in seine Gesten, in sein Verhalten. Und das Zweite, warum die Kinder? Wer Kinder erlebt mit einem schlechten Gewissen, wenn sie irgendetwas angestellt haben, der weiß, dass Kinder sofort wieder versuchen, in diese Liebe, die nun bedroht ist, wieder hineinzukommen, in jene Geborgenheit. Und auch das hat mit uns zu tun. Dass wir nicht allerlei Erklärungen suchen, uns irgendwie strukturell herausreden, wie das heute ständig der Fall ist, sondern genau das tun. Die Liebe Gottes, die Botschaft seines Reiches so anzunehmen wie ein Kind, wieder hineinzufinden in diese Geborgenheit, die Gott uns immer schenken will.